Bei der Lasurtechnik benötigst du wasserverdünnte Farbe, ein Teil Farbe, ein Teil Wasser. Hier geht es nicht um die Blätter, die auf der Keramik drauf sind, sondern ganz einfach über einen durchscheinenden Farbüberzug, den wir jetzt mit der gelben Farbe hier machen. Wir benutzen dafür einen Fächerpinsel, der ist schön weich und nimmt unheimlich viel Farbe auf. Und wir verdünnen jetzt die Farbe mit Wasser, das mache ich hier auf der Fliese. Und verrühre das richtig gut. Wir nehmen dann satt Farbe auf und streichen das ganz vorsichtig und sanft über unsere Keramik. Je öfter du die Farbe aufträgst, desto kräftiger wird auch der Farbton. Ich werde hier jetzt gleich noch ein zweites Mal drüber gehen. Aber achte bitte darauf, dass du zwischen den Farbaufträgen die Keramik immer richtig gut trocknen lassen musst, sonst verschmieren nämlich die Farben darunter.